Double-digit thousands. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen zu einem Spezial mit dem lieben Inselgamer zu Dead by Daylight. Hallöchen. Hallo, moin da draußen. Grüße euch zu diesem Halloween-Special. Guten Morgen. Wir sind jetzt in einer Lobby beigetreten und haben jetzt noch zwei weitere Personen gefunden, mit denen wir hier spielen können. Worum geht's denn? Also letzten Endes haben wir einen Killer auf einer Karte und müssen 5 Generatoren irgendwie zum Laufen kriegen, damit wir irgendwie eine Tür öffnen können. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, beziehungsweise uns mal überraschen lassen, was für einen Killer wir denn jetzt hier haben. Ah, schaurige Speisekammer. Vor allem guten Morgen, ja. So. Ja, also, naja, das wissen halt nicht viele im Norden, ne? Da sagt man Moin nicht nur als guten Morgen, sondern auch zu guten Mittag, guten Nachmittag und guten Abend. Zu jeder Zeit kann man Moin sagen. So, dazu, ja, wir sind hier, in so einer losen Sumpflandschaft. Das ist aber, da gibt es wahrscheinlich diese Sumpfhexe, würde ich mal sagen, ne? Das kann gut sein, ja, stimmt, gab's ja auch mal. Oh, scheiße. Gibt's da auch so einen Horrorfilm über so eine Sumpfhexe zufällig? Ich höre ja auf jeden Fall komische Geräusche. Scheiße. Ich bin jetzt bei so einem Haken und eigentlich sollte man die auch demontieren können. Ich wollte schon sagen, demotivieren. Ich will den Haken umbiegen. Ja, Alter, Freddy Krüger! Ja, doch, Freddy. Hab ich mich erschrocken, ey! Scheiße! Mit Leertaste kannst du auch die Wege versperren mit so davor gesehenen Brettern. Alter, ich will hier raus! Ich hab nicht mal irgendwie wieder mal eine Nachricht gekriegt, ob der jetzt hinter mir steht oder nicht. Du musst es auf den Ton, auf die Musik achten. Dann hörst du es schon. Auf die Musik? Ja, da gibt's so eine spezielle Musik immer. Scheiße, ich bin gleich tot, Alter. Ich bin sowas von tot. Schmelle A und D. Ich bin sowas von tot. Du bist immer der Erste irgendwie, ne? Du willst immer der Erste sein. Ich bin immer als Erster am Generator auf jeden Fall, ja. Ah, scheiße, ey. So, ich sehe es, kam mir eben so eine... Ach so. Scheiße.
Man sieht dich jetzt. Ich sehe dich jetzt, wo du hängst. Ich gehe da mal hin. Mal gucken, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ja, ich versuch's gerade selber noch, aber ich glaube nicht. Ist ja zu spät. Ach, oder? Du gibst ja auch auf schnell. Na komm! Auf. Du hängst wohl nicht Scheiße. Sehr an deinem Leben irgendwie, ne? Ich höre deine Tastatur. Na komm. Achso, man kann ja auch rennen, ne? Mit Schiff, warum laufe ich denn so lange? Aber wenn man ja, rennt. Eigentlich ach, kann man rennen. Ja, aber wenn man rennt, dann sieht der Typ Scheiße. Das. So, ich versuche dir zu helfen. I love you. Oh komm, wir können ins Gebüsch gehen. Du kannst dich da bedanken. Oh nee, hör auf, bitte. Ich hab eine Fleischwunde. Vor allem, du hörst nur so eine ganz komische Frauenstimme. Ach, versuch, man muss echt vermeiden zu rennen. Man muss echt vermeiden zu rennen, weil sobald du rennst, das sieht er denn. Das ist das Problem. Das ist echt ein Problem beim Rennen. Scheiße, ey. Man muss am besten schleichen. Da hinten läuft irgendwie einer. Und möglichst keine Angst haben, weil irgendwie Angst kann er wohl auch sehen. Wow, schon wieder hinter mir, Alter. Ey, hast du irgendwie so ein Mörderparfüm, worauf Mörder stehen oder wie? Das wird die Mütze sein wahrscheinlich. Ja, das ist echt, das ist so eine Signalfarbe. Alter, ich bin gleich wieder tot, ich bin sowas von ja, tot. Du solltest die echt abnehmen, diese rote Mütze, das ist echt nicht gut. Aber er geht weg, immerhin. Alter, ich krieche hier nur förmlich gerade. Ich krieche richtig durchs Gras und zieh so ein bisschen dran, weißt du? Ja. Ich sehe es. Ich versuche mal zu gucken, ob ich dir da irgendwie wieder helfen kann. Aber ich habe was gehört. Irgendwie so ein komisches... Ich glaube, es könnte ja gewesen sein. Ich versuche mich gerade hier zu erholen. Achso, ups. Ja. Schön, voll durch den Kopf, ey, wirklich. Hast du Vogel, ey. So, was soll ich jetzt machen? Aufwachen. Aufwachen! Im Übrigen mach ich mal die Kamera an, ja, nur mal so nebenbei gerade. Wie jetzt, aufwachen? Ich mach doch schon. Ich drück jetzt. Los, mach auf! Schlafen, oder was? Los, nicht schlafen hier! Keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Und jetzt kann ich noch heilen. Oh, da wird jemand an den Haken gehangen. Das ist gut, da kann... Ja, heil mich mal. Echt, ich muss dir immer sehr aus der gut. Patsche helfen. So. Wie gesagt, ich habe jetzt mal im Übrigen die Kamera angemacht, habe ich vor Schreck vergessen. Musst du dir gerade mal deine Knochen wieder richtig rücken. Schön, renk mir mal den rechten bitte so. Ein. So, hier haben wir auf jeden Fall so einen Teil. Ja, ich dachte schon, der in der Mitte, aber naja. Den so. In der Mitte, ja. Hm, Knochen. So. Das hilft immer. Zu zweit geht's ja immer schneller. Oh, oh, Traumland. Oh, oh, schon wieder. Alter, was ist das? Geh doch mal kacken. Ah, scheiße. Achso, du warst weggegangen vom Generator. Ah, da ist er. Schau. Ja, eben. Oh, ich hab jetzt durch Zufall Space gedrückt. Einfach so aus... und das scheiße, war gerade richtig. Das war richtig. Und habe ich ihn ein bisschen bewegt. Ah, der ist ja trotzdem hinter mir. Scheiße, ey. Oh, Alter, dieser Sack, ey. Ich hasse ihn. Da soll ich jetzt... Alter Finne. Ich geh gleich zu seiner Mama und petze. Oh, oh. Schon wieder Musik. Oh, Alter. Nein. Lass mich erholen. Wie ist der denn? So, jetzt brauche ich Hilfe. Ich brauche Hilfe. Er trägt mich irgendwo hin. Ich weiß ja, wo du bist. Wo bist du? Low Forest, low. In der Nähe sind zwei Bäume. Ja, toll. Gerade so eine Treppe werde ich hochgetragen. Scheiße. Ich komme. Weißt du diesen einen Platz, wo nur diese zwei Bäume stehen? Kennst du den etwa nicht? Ja. An der rechten Eastside, wa? Scheiße. Alter, der halte sagt durch, ja, ich weiß ja. Ja, der hat mich schon wieder. Bist du tot? Noch nicht. Noch nicht? Hey, ich hab hier 1000 Haken, aber nirgendwo hängst du. Ich hänge auch noch nicht, ich bin noch auf seiner Schuld. Jetzt schmeißt er mich weg. Ah, ich seh dich. Bist du auf dem Boden gerade? Hä? Ja, der spielt mit mir irgendwie. Der schmeißt mich, hat mich gerade auf den Boden. Ist das ein Schwanz, ey. Ah. Ich verfolg dich. Ja, gut, oh, oh. Ja. Jetzt schnell weg hier. Schnell, renn! Lauf, Forrest, lauf! Lauf! Ah. Oh, 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 Stein! Ah, Mann, oh, Mann, ich, scheiße. Ah, ne, es ist... Ich glaube, er ist hinter dir, ja. Ja, und ich laufe auch noch. Nein! Ah, Mann, ey! Durch dieser scheiß wieder? Umgekippte Baum. Ja, da bist du. Er hat dich gerade wieder auf dem Arm, wa?
Der nimmt mich auf den Arm. Oh, da hat er mich auf dem Haken. Wohin? Kann ich mich jetzt noch irgendwie wehren? Ah ja, ich kann doch Fluchtversuch. Wo bist du denn hier wieder? Hä? Hey? Ach, da hängst du irgendwo. Na, ich scheiße, das ist hinter mir her, glaube ich. Wehren. Diese blöden Stacheln. Ich brauche noch keine Dingens. Scheiße, tot! Fuck! Ah, der hat da auf dich gelauert oder was? Ah. Ja, gerade bei dir, ey. Ich sehe dich da rumhängen, ey. Und wir beide, ich bin hier voll am Abchillen. Ich hänge hier gerade ein bisschen rum, ey. Das ist voll geil, hier ein bisschen abzuhängen. Und ich bin gerade unter dir und entspann mal so ein bisschen. Ah, so einen gemütlichen Platz wie geil, hier hatte ich noch nie gehabt. Schön. Ich versuche mich gerade zu erholen. Warte mal. Halte mal noch ein bisschen durch, wenn du schaffst. Ja, ja, ja. Scheiße, komm da. Ich schaff's nicht. Ah, zu spät. Ja gut, ich rauche vielleicht mal ein bisschen weg. Aber das war schon ganz gut so, irgendwie. Der ist wieder hinter mir, scheiße. Aber was machen denn die anderen zwei? Die anderen zwei, die machen irgendwie gar nichts, kann das sein? Die habe ich noch nie gesehen jetzt in diesem Spiel. Ich hab die bisher auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. XDDX steht hier auch dran, ne? Die sind tot wahrscheinlich. Wir haben aber vier Generatoren auf jeden Fall zum Laufen gebracht. Ich sehe da hinten Freddy Krüger. Oder sind die Nee, die sind echt tot, weil die wurden bei mir noch als lebendig angezeigt. Alter, ich bin alleine. Wie soll ich denn das machen? Ich krieche auf den Boden. Mir kann keiner mehr helfen. Echt, die sind tot? Ja, XD steht da. XDDX bei beiden. Das ist, ach nee, dann sind die aus einem... Nee, der andere ist jetzt wieder drin irgendwie. Nee, das ist ein Clan. Die beiden gehören irgendwie auch zusammen. Ach so? Das ist wahrscheinlich deren Clan-Name oder so. Ja, aber Alter, komisch. Ich liege hier auf dem Boden und kann nichts machen. Ah, hier, doch, unten links kann man auf Zuschauen gehen, ne? Man kann zuschauen. So, dann schaue ich mal zu, was ihr so treibt, was PJX treibt. Er kriegt PJX, bitte. Oder, Entschuldigung, PJX. ups, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen, ich hoffe... Ne? Ist da jetzt ein... Oh, oh. Ich liege hier auf dem Boden, aber der sieht mich nicht, glaube ich. Gott sei Dank, der sieht mich nicht. Geil. Er sieht mich einfach nicht. Er hat den Generator angekriegt. Er sieht mich nicht. Er sieht mich. Ich muss raus hier, ich muss raus hier, ich muss irgendwie hier raus. Alter, komm ich da irgendwie weg? Er versucht, glaube ich, dann, er hat den fünften. Ah, ne, drei Generatoren haben wir noch anzuschalten, scheiße. Aber du kannst mich noch hören, ne? Oh, oh. Ey, wer ist denn das hinter mir gerade? Ja, witzig, klatscht doch ein bisschen. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Ich nämlich gegen mein Mikro gekommen bin, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es anscheinend noch geht. Weil sonst gibt's ich höre dich noch, ja. Der eine rennt hier weg, der andere versucht mich zu retten. Ist ja schön, dass die immer hier alle klatschen, aber ich selber kann mich leider nicht heilen. Scheiße. Was ist da los? Ja, ich bin tot. Spielergebnis tot, vermutlich verblutet oder so, ich weiß es nicht. Nun gut, wollen wir in der nächsten Aufnahme weitermachen? Im nächsten Level, auf der nächsten Karte, Mensch. Ja, wir unterbrechen einmal und. Also, wir machen das so. Wir unterbrechen einmal kurz, bis wir wieder in der neuen vollen Lobby sind und dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder in der nächsten Lobby und wir sind wieder bereit zum Sterben oder vielleicht auch mal zum Fliehen. Genau, und mal wieder sind wir zu viert. Ich bin mal gespannt, auch schön mit den Kürbissen hier gemacht, war also passend zu Halloween auf jeden Fall. Ja, sehr schön dekoriert. Da fehlt aber noch ein bisschen ein paar Blutspritzer. Aber naja. Ich habe jetzt übrigens jetzt eine Taschenlampe dabei, wie man gesehen hat. Mal sehen, ob ich da eventuell den Mörder mal ein bisschen blenden kann. Wir können ja auch sogar Fallen hinstellen. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Ich weiß ja, muss man die selber als Item vielleicht sogar auch haben, oder... Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die musst du irgendwie bekommen und dann kannst du die irgendwie hinlegen oder so. So eine Art Bärenfalle, weißt du? Ja, es gibt übrigens auch Kisten. Vielleicht gibt es die auch in diesen Kisten, die es irgendwo verstreut manchmal gibt. Man weiß es nicht. So, jetzt ist die Frage, was für einen Killer wir denn diesmal bekommen. Wahrscheinlich wieder Freddy Krüger, nehme ich mal an. Alter, aber den siehst du mittlerweile auch nicht, wa? Ich spiele mittlerweile im Übrigen so eine alte Schachtel. Ich hoffe, der kann wenigstens ein bisschen gehen. So, widerliches Schlachthaus. So.
So, jetzt weiß ich, mit der rechten Maustaste mache ich die Lampe also an. Ich bin Meister Lampe, wer kennt ihn noch? Der gute alte... Meister Lampe sagt mir sogar was. Ah, so, wie war das jetzt mit dem Helfen hier? Ah, mit linker Maustaste. Oh, da kommt schon wieder einer. Ach du Scheiße, ey. Natürlich bin ich wieder der Erste. Shit, das war doof. Ich hab, gleich mal wieder das verkackt hier mit dem Generator. Da habe ich zu früh gedrückt. Ah, hier sind so eine Totems, die kann man hier übrigens wohl zerstören. Dann, weiß ich nicht, ist der Mörder nicht mehr so stark oder so, hat nicht mehr diese Skills oder ich weiß es nicht, was genau damit los ist. Aber man kann sich zerstören und dann mache ich es, weil ich es kann halt, ne? So. Der Wind ist aber auch sehr schön hier. Natürlich, habe ich ihn wieder an der Backe, na klar. Hey. Da läuft noch irgendeiner, hallo, Liebes. Ich höre es auch hier, ich höre es auch gerade. Oh, bei mir, oh. Okay, kein Freddy Krüger, irgendein netter anderer Herr. Wie wär's, wenn ihr mal einen Kaffee miteinander trinkt? Das lässt sich, hinter mir, hier hängt ein Schwein übrigens, falls du mal Appetit haben sollst auf Schwein. Ja, hab ich auch schon gesehen. Halt dich da bloß nicht zu lange auf, denn Freddy, irgendwie. Was wär's denn das jetzt? Hat er dich? Ist das Jason oder ist das hier von Halloween? Oh, wo geht's denn hier unten hin? Ach hier, shit, ich sollte AD drücken. AD, ah nein, warum ist hier ein Haken schon? Das ist ja doof. Oh cool, Kiste durchsucht. Also wenn man das als erstes so hängt, sollte man wohl noch nicht Fluchtversuch machen, weil man dadurch mehr Schaden zufügt und sollte lieber erstmal hängen bleiben. Häng mal ein bisschen ab. Ich versuch dich mal irgendwie zu bekommen. Oh, scheiße, das ist wieder hinter mir. Ey, ich krieg ne Macke. Aber die Karte ist auch nicht so groß hier. Aber oder? In der Nähe ist einer. Bist du denn in der Nähe? Ich komme gerade zu dir, vermutlich... Mir wird schon geholfen. Aber wenn du das erste Mal jedenfalls an diesem Haken hängst, dann noch nichts machen. Einfach nur abhängen, weil dann hast du nicht so viel Schaden. Also bekommst keinen weiteren Schaden. Aha. Einfach nur warten. Ah, shit. Der ist schon wieder da. Nein. Der hat hier übrigens diese... Scheiße! Ich lebe noch. Scheiße! Fuck! Ich versuche... Alter! Den Koken stacheln aus dem Arm! Also ich soll jetzt nichts machen, ja? Ja, nichts machen. Ja. Sicher, ja? Erst wenn da diese Dingens kommen, diese... Aber die kommen diese eigentlich... Diese was? Diese Haken da, diese... Krallen. Oh, ist die süß. Hallo Frau Thomas, ich danke dir. Alter Schwede, ey. Hat dir jemand geholfen? Ja, eine Frau. Mit schönem Arsch, auf jeden Fall. Einem sehr schönen Hinterteil. Ich wurde auch gerade geheilt. Sehr schönen Dank nochmal. Auch. So. Versuch mal hier auch zu helfen, hier mit dem Generator. Zu zweit schaffen wir das. Natürlich wieder bei mir. Ey, kaum bin ich aus dem Spind raus, zack. Ja, lenk ihn mal schön ab, weil wir sind jetzt gerade hier. Ja, du mich auch, du. Ey, ist das ein Vogel, wirklich. Oh. Irgendeinen hat er. Ach, shit. Jetzt ist der wieder kaputt. Ich halte mich mal an ihr hier. Sie scheint... Da ist er. ...schon viel Ahnung zu haben. Jedenfalls hängt da jemand gerade, glaube ich. Oh. Alter, geh weg. Ah ja, wird schon geholfen. Alter, geh weg! Scheiße! Scheiße, ey! So, ich versuche mal diesen Totem wieder hier auch zu zerstören, mal sehen. Das ist. Ach du Scheiße, ey! Ich häng gleich wieder am Haken in mir. Weil gerade. Ach, AD. AD? Ja, AD, aber sowas von AD. So, das habe ich schon. Ich häng mal hier wieder so ein bisschen ab. Ich versuche mal dir irgendwie zu helfen. Ich bin sowas von tot. Leertaste. Halte durch! Ich bin gleich da! Ich komme! Halte durch! Ich komme! Halte durch! Ich komme nicht, ist ja eklig. Ich helfe dir! Ja! Oh, ich liebe dich, Bruder! Also gerne doch. Aua! Mein Fuß! Mein Fuß! Ah, nee, ne? Oh! Ich kann man nicht allein lassen, weißt du das? Ah, siehst du? Ah, ja, genau. Scheiße. Ich helfe dir. Und du lässt mich hier alleine bei diesem
Monster. Oh, ist das herrlich, ey. Oh, ich habe eine Kiste im Übrigen. Ja, aber der ist jetzt hinter dir her. Hau bloß, der ist echt hinter dir her. Ich glaube, oder? Hat er es mitgekriegt? Ich bin jetzt gerade im Spind. Ich weiß nicht, ob er mich findet. Alter, wo läuft der denn? Der ist in der Nähe. Der ist... Bei mir ist er auch in der Nähe. Ja, meine ich ja. Bei dir in der Nähe. Ah, ich werde wieder geheilt von der Madame. Oh. Können wir nicht jetzt gerade ein bisschen Liebe machen? In diese schweren Alter Zeiten. Alter Schwede, ey. Ja, die hat einen süßen Knackpo, du. Man glaubt es ja nicht. Ja, mal gucken. Hier die Nummer mit der Nummer 14. Guck mal, ich hab's gerade im vollen Visier. Auf meinem Channel kann man jetzt sehen. Ihr Knackarsch. So. Falls jemand interessiert, ne? Also, Der stellt im Übrigen Fallen auf. Habe ich gerade gesehen. Oh, die geht da in diesen. Hey, du? Ich geh mal hier rein. Hörst du mich? Ich höre dich. Ja, Fallen, ne? Stellt er auf, ja? Ja, der stellt wirklich Bärenfallen auf. Ja. Du musst echt aufpassen, wo du hinlatschst. Ich bin gerade in diesem Schlachthaus, wo die ganzen Schweine hängen im Schrank. Vor allem, ich habe bisher nicht einen Generator gefunden, wa? Ich weiß gar nicht, ich traue mich schon gar nicht mehr raus hier. Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur in diesem Spind bleiben. Ganz Scheiße! Wie jetzt? Alter, da wollte ich mal gerade aus Versehen rüberspringen, mehr oder weniger. Ich höre hier was. Er ist bestimmt in der Nähe. Scheiße. Ja. Oh, fuck. Warum renne ich denn? Der sieht das doch. Kacke. Jetzt muss ich aber weiter rennen. Mein Fuß. Ah, fuck it. Der sieht das doch immer, wenn ich renne. Hier ist ein Generator im Übrigen. Ah, fuck it. Scheiße. Oh, hängt da jemand? Ja, da hinten ist irgendeiner auch gefangen. Ah, ne, ja, da wird gerade jemand, ne? Klar gemacht, da. Okay. Oh Mann, ey. Scheiße, ey. Ob wir jemals hier wegkommen, ich weiß ja nicht. 5 Generatoren sind's noch. Nicht mal einer wurde angeschaltet. Na komm, komm her. Scheiße! Ah, hier ist noch ein Totem. Den versuche ich mal zu zerstören wieder. Alter, Scheiße. Einer ist tot. Oh. Ich gehe am besten. Tschüss. Oh. Nein. Scheiße. Hat er dich? Ja, scheiße, ey. Dann bist du das wahrscheinlich da hinten. Gut, aber der lässt mich liegen. Also wenn ich mich jetzt hier ins Gras irgendwie quäle, dann sieht er mich nicht. Hier. Da ist eine Madame. Die haut gerade ab irgendwie vor jemandem. Ah, scheiße. Alter Schwede, ey. Kann mich mal irgendjemand da retten? Da läuft er. Ich versuche mal da hinzukommen. Ich sehe dich. Der hat mich gesehen. Scheiße, nein. Ich dachte, der ist hinter der Tussi hier, aber nein. Ah, fuck. Alles gut. Da liegst du. Hat er mich? Ist er immer noch hinter mir her? Auf jeden Fall höre ich hier so ein Herzschlagen, auf jeden Fall. Ich versuche dich mal schnell noch zu heilen. Ja, danke Komm hoch, dir. Bruder. Alter, ach ja, nicht Alter, drin. Ist ja krass. Ja, ey. Das ist echt. Hey, aber immerhin, wir laufen noch rum, wa? Ja. Der ist hinter mir. Ach, Glück gehabt. Der ist sowas von hinter mir. Aber immer diese Geräusche, das ist ja widerlich. Alter Schwede. So, ich glaube, ich habe ihn abgehangen. Alter Schwede. Gibt's hier nicht noch. Hier ist noch ein Generator. Hauptsache die Kippe im Maul, weißt du? Na, ist der. Natürlich ist er hinter mir. Wie kann es auch anders sein? Ich höre auch dieses Pochen gerade bei mir. Ja, ich höre es ja ständig bei mir. Das ist auch. Ist ja mittlerweile schon Stammkunde. Auch eine Kiste ist da übrigens auch. Toll, das dauert ja voll ewig, bis dieser Generator repariert wird. Nein, da ist er! Scheiße! Ich wusste. Nein, jetzt hat er mich. Adi. So viele Generatoren müssen auf jeden Fall noch. Warte mal. Er hat mich fallen lassen. Na komm, Süße. Ah, jetzt macht den Generator wieder kaputt. So.
Ach, der kann ihn kaputt machen. Ja, der kann auch wieder kaputt machen, solange er nicht wieder an, also solange er nicht an ist, also ganz komplett repariert. Ah nein, das hat er mich schon wieder. Oh nein. Alter, ich blute aus dem Fuß. Ah, lass mich los, du Drecksack. Ah, ich, ja, hier, ah, schnell weg hier. Schnell weg hier. Ich konnte mich befreien. Ach du Scheiße. Ich glaube, der spielt aber auch nur, ne, mit einem. Oder er ist wirklich so nicht der hellste. Ja. Nicht die hellste Leuchte, Laterne am Licht, am... Scheiße. Oh, fuck. Na komm. Ah, fuck, ey. So, ey, du fieberst aber auch richtig mit, wa? Nein, 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 ja, ich will nicht, ja. Hat er dich? Ist er? Ah, nein, es ist bei mir. Noch nicht, erst kurzer. Hallo, springst du auch mal? Das hört sich an, als ob er hinter dir her ist. Ich glaube ja. Nee, nee, also er hat mich. Fall. Er hat mich. Oh, dann ist auch dieser Haken jetzt in der Nähe. Ah, da hinten warst du beim Generator, okay. Warte, ich komme, ich komme. Ah, danke, danke, super. Danke. Ja, super. Sehr schön. Ah, der ist schon wieder hier, der Sack. Ich bin weg. Hahaha. Du kleiner. Alter Finne. Wo ist denn jetzt hier nochmal der Generator? Ja. Der Generator läuft immer noch. Ich trau dem Frieden nicht, ey. Oh, der hat den ja schon wieder komplett kaputt gemacht, ey. Ah, fuck it. Mann. Wie soll man da denn jemals hier alles ankriegen? Ja, abhauen. Ich versuch's auch. Nein! Eine Bärenfalle. Das ist ja Shit. Ah, das meine ich mit den Fallen. Nein. Ah, nein, ey. Alter, was meine aber auch beim Blut verliert, ey. Boah, alter Spiel. Na komm. Scheiße! Na komm! Oh Mann, ich muss schneiden. Das ist Mist. Da hinten hat er irgendeinen. Ich hänge. Ja, Scheiße. Ich bin weg. Bist du tot? Ja, so ziemlich. Na gut, aber wir haben es ja lange ausgehalten bisher. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, kommen wir nicht gerade voran, ne? Aber anscheinend sind doch mittlerweile zwei Generatoren an, ne? Ja, ich bin am dritten dran, ne? So, zwei sind tot, mit mir und einer anderen noch und... Die andere ist auch verletzt, genauso wie ich. So, ich beobachte dich. Du bist am Generator. Oh, oh. Oh ja, oh, er kommt. Im Spind, im Spind. Nein, der dürfte das gesehen haben. Ah, nee, das war sie. Meine Fresse. Aber du bleib drin, er ist in der Nähe. Ja, ja, ich seh ihn gerade. Nein! Nicht den Generator. Ja. Alter, nein! Er nimmt sie jetzt nach oben. Er läuft jetzt zum Generator. Scheiße! Und er... Ich seh's gerade, ja. Scheiße. Kann ich das auch aus ihrer Perspektive eigentlich sehen? Geht das? Alter, was macht der denn da? Ah, er hat Probleme gehabt, okay. Er hat eine Bärenfalle wieder in der Hand. Sie ist jetzt abgehauen, glaube ich. Sie ist abgehauen, Gott sei Dank. So, ich folge ihr mal. Da ist sie mit der Nummer 14. Sie rennt. Ist auch leicht. Nein! Mediert. Nicht kaputt machen! Ah, warte mal, genau, mal gucken. Nehmen wir nochmal zum Schau. Oh, oh, er läuft an dir vorbei. Ja, ich hab's gesehen gerade. Ich warte, bis er weg ist. Ah, da hast du echt Glück. Ja, ich hab Glück, dass hier ein Spind ist in der Gegend. Ja, und dass er auch nicht reinguckt. Na, oh, da fehlt nicht mehr viel. Dann ist er repariert. Ja, nicht mehr viel, aber... Ja, sehr gut. Ja. Yeah! Congratulation! So, jetzt nur noch zwei. Zwei Generatoren. So, was macht sie jetzt? Sie hat ja auch eine Taschenlampe in der Hand. Sie wird gerade gejagt von ihm und... Sie weiß nicht, woher... Alter Schwede! Du kannst jetzt schön zu einem Generator. Er ist gerade abgelenkt. Ja, ich suche auf jeden Fall gerade einen. Er versucht sie zu schnappen, aber sie weicht immer wieder aus. Oh, oh. Ich höre ihn.
Aber anscheinend hat er nicht gerade große Lust, sie direkt zu töten. Er will noch ein bisschen sie zappeln lassen, ihr Hoffnung geben. Ich suche hier gerade irgendwie einen Generator. Die sind wahrscheinlich mehr in der Mitte, wa? Ja, da dachte ich mir schon. Vielleicht wartet er auch, bis sie... Na komm, na komm. Komm ich vor, so, weiß nicht, wie beim Fußball so ein bisschen. Warum auch immer. Er folgt ihr ziemlich dicht auf den Fersen und sie rennt jetzt durchs Maisfeld. Ja, hat er sie immer noch, ja, an der Backe sie, da. Genau, er ist sehr fixiert auf ihr Hinterteil. Ja. Sie macht da wieder eine Barriere. Scheiße. Aber er kommt von der anderen Seite. Damit hat sie nicht gerechnet, offenbar, denn sie hat das Messer ins Gesicht bekommen und liegt nun flach auf dem Boden. So werden Frauen flachgelegt hier. Unglaublich. Und nun ist sie bei ihm auf der Schulter. Scheiße, komm. So, Peischer kann in der Zeit, während er da beschäftigt ist mit ihr, da diesen Generator auch reparieren. Ist er immer noch mit ihr beschäftigt, ja? Ja, er hat sie aufgehangen. Jetzt ist Scheiße. Er ist jetzt, glaube ich, bestimmt auf dem Weg zu dir, denn sie ist tot. Du bist der Letzte. Da ist er, da ist er, da ist er. Netter. Nein! Ja. Nein! Also. Was? Nein! Ja, oh. Ja. Scheiße! Los, wer dich! Scheiße! Du bist der Letzte! Ich bin tot. Scheiße! Aber sehr gut gemacht. Du hast am längsten überlebt. Oh, meine Güte, ey! Ah, wir haben es echt durchgehalten. Na ja, gut, 18 Minuten, es geht, aber wenn du dir mal vorstellst, du stehst hier unter immensem Stress, ist das schon sehr geil, auf jeden Fall. Aber anscheinend sind momentan noch diese Karten zu groß, zumindest zu viel Generatoren, ne? Also wir haben da noch ein bisschen Mühe, die da alle zu reparieren noch, ne? Oder wir haben halt noch nicht. Das liegt ja gar nicht an uns, es liegt wahrscheinlich an unseren Mitspielern, die sind ja noch nicht, sind ja Noobs, ne? Naja, die Karten, naja, es geht, wa? Level 1 auf jeden Fall, sehr schön. Klicke zum Fortfahren. Na, klasse. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest jetzt die meisten Punkte bekommen, weil du am längsten durchgehalten hast. Du hast auch so einen Generator repariert. Naja, dann ist es halt mal nicht so, wa? So, gehe ich mal auf Upgrade. Gut. Alter! So, Upgrades können wir noch machen, dann unterbrechen wir noch mal kurz und sehen uns denn. Gleich wieder. Wir machen aber erstmal die Upgrades. So. Oh, ich habe 20.000 Punkte jetzt. Wahnsinn. Ja, ich hatte jetzt auch so um die 20 gerade. So, ohne Karte. So. Wofür ist die Karte gut? Okay. Powerglühbirne. So, dann sind wir jetzt in Level 4. Da gibt's da einen Gummihandschuh. Ah, fuck. Noch ein Kreidebeutel? Eine Batterie? Ne, mal den Gummihandschuh. Was ist das hier? Ungewöhnliche... Nehme ich mal das Ungewöhnliche. Ah, ein goldenes Zeichen. Ein seltenes Add-on. Okay. Und dann nehmen wir das noch. Das reicht gar nicht mehr. Okay. Cool, dann gehe ich mal noch auf Ausstattung und gucke, ob man das denn jetzt... Aber man muss immer wieder neu, ne? Die Ausstattung einstellen scheinbar. Das weiß ich ja nicht, ich glaube ja. Hemmflüssigkeit, okay. So, ich kann anscheinend nicht alles auswählen. Ein Perk habe ich bekommen, also wir schaffen das, ist das Perk. Hast auch momentan nur ein Perk freigeschaltet, ne? Glaube ich. Wer ist denn Perk? Das sind unter Items bei Ausstattung. Das ist so ein Perk. Da steht zum Beispiel, wir schaffen das. Und. Ich habe gerissenes Fleisch. Also ich habe hier so eine Falle. Okay. Ja. So. Dann na gut. Gehe ich mal wieder hier zurück und dann schalte ich einmal kurz hier die Aufnahme aus und dann sehen wir uns gleich wieder in der neuen Lobby. Genau, bis gleich. Bis gleich. Und damit nochmal ein recht herzliches Willkommen zurück bei einer, naja, nicht neuen Aufnahme, aber bei einer neuen Spielrunde mit vier weiteren neuen Spielern.
Mal sehen, wie das jetzt auf jeden Fall wird. Wir haben uns ja auf jeden Fall in der letzten ziemlich wacker geschlagen, wa? Ja, kann man nicht anders sagen. Und es war auch recht lustig. Und eben, kann man ja mal erwähnen, wir waren jetzt auch in der Lobby und haben mit einer geredet, die kam aus Paris und sagte von sich selber, sie ist da ziemlich neu in diesem Spiel und ziemlich scheiße. Und sie wollte wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, haben wir natürlich gesagt, wir sind hier vor die... Auch Noobs natürlich, Anfänger in diesem Spiel und haben einen YouTube-Channel und so weiter und so fort. Und sie will das mal auschecken und dann haben wir somit wahrscheinlich, wenn sie uns findet, einen neuen Zuschauer gewonnen. Darf man ja mal, gucken. Erwähnen, so ein kleines Erfolgserlebnis, kann man ja mal sagen. Ne? Ja, sie hatte gefragt, woher wir denn kommen und darauf sind. Also es hat sie so ein Gespräch entwickelt, so ein Chat-Gespräch halt und ja, war auf jeden Fall ganz nett. So, aber die ist jetzt hier leider nicht bei. Also wir wurden irgendwie rausgeworfen, weil wir nicht zu viert waren. Und naja. So, ich bin mal gespannt. Was für ein Killer wir denn jetzt hier kriegen. Oh, Kubenschacht. Das Macmillan-Anwesen, okay. Ah, wahrscheinlich, weil ich dies dabei hatte, dass die Wahrscheinlichkeit am größten, das zu bekommen. Ich habe da extra so ein, ich weiß gar nicht, was es war, irgendeine Karte oder sowas. Und dann hat man wahrscheinlich... Ich habe übrigens eine Karte in der Hand gerade. Die kann ich jetzt lesen. Oder auch nicht. Tag. Ich habe jetzt... Wie? Ich kann die noch nicht vollständig lesen. Komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Sonst muss ich da irgendwas drücken zusätzlich. Ich weiß es nicht. Bist du das, der hier steht? Ja, aber. Ja, mit der Karte. Gut, okay. Ich dachte gerade irgendwie, du siehst mich nicht oder ich, so. Ich weiß nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Der Balken geht nicht... Der geht zwar komplett voll, aber irgendwie liest er die Karte nicht. Ich weiß es nicht, warum. Keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht ganz. Oh, der ist ja zur Hälfte schon repariert. Da ist er, Freddy Krüger. Ey, du musst aber so schnell reagieren hier bei dem Nebel. Alter! Jetzt ist die Karte weg. Die kann man wohl irgendwie ein paar Mal benutzen. Ich weiß nicht warum. Alter, geh doch mal kacken! Ich verstehe das nicht. Ich bin wieder mal der Erste, weißt du? Du willst echt immer der Erste sein. Ja, komischerweise, ungewollt bin ich's immer auch. Ich durchsuche gerade hier mal eine Kiste. Vielleicht finde ich ja was Nützliches. Oh, Entschuldigung. Ich habe ein Dings verbannt. Hey, aber immerhin bei dir, wa? Wach auf. Pass auf, hinter dir. Ja, ist er hier da? Na, weiß ich nicht. Ja, scheiße. Da, da läuft er. Geh, Mist. Oh, nein, ich will nicht. Hau ab. Ah, puh. Oh. Da wollte ich dir fast helfen, aber gut, dass du das nochmal gesagt hast. Sonst... Scheiße, jetzt nimmt er mich mit. Kacke. Ah, jetzt ist er hinter dir her. Hat er dich ja so. Und dann gehe ich erstmal hier. Sicherheitshalber. Oh. So, ich bin jetzt hier im Schrank. Na komm, nein. Scheiße. Ah, fuck. Nein. Ja. Ah, nee. Oh, I love you. Was? Wieso? Warum sieht er mich? Ich habe mich doch hier versteckt. Warum kann er mich denn sehen? Oder ist das in der Traumwelt? Sobald die Traumwelt auftaucht, dann weiß er, wo ich bin oder wie. Kann er... Ach so, wenn wir in der Traumwelt sind, dann kennt er wahrscheinlich unsere Gedanken. Wenn der Nebel auftaucht, dann weißt du schon, du musst wegrennen. Ja, aber dann kannst du auch nicht im Schrank dich scheinbar verstecken, weil das quasi Traumwelt ist. Weißt du, nicht diese Welt, in der wir jetzt sind, sondern ich in seiner Traumwelt. Ahnung. Und dann, wenn wir nämlich in seiner Traumwelt sind, dann weiß er alles, jeden Schritt, den wir machen, wie jetzt zum Beispiel. Scheiße. Ah... Kann ich mich irgendwie bewegen? Ja. Ich glaube, die hilft eine. Kann das sein? Nee. Ich krieche hier rum. Die ist doch hinter dir. Warte mal, ich helfe dir mal ganz schnell eben. Ja, die ist beschäftigt mit diesem Freddy. Ich gehe mal ins hohe Gras. Nein, ja? Geh doch nicht zu mir. Du verrätst meine Position. Wie? Ich wollte dir helfen, Alter. Ja, bringt doch nichts, wenn hinter dir. Ja. Hinter mir? Du kannst mir ja nicht helfen, wenn er einen Meter entfernt von mir ist. Ja, das wusste ich doch nicht. Ich hab nur Nebel gesehen. Ey, der macht diese Bretter da weg. Das ist ja blöd. Oh, er ist noch... Nein. Ich hab mich gerade erholt. Und nein, er hat mich doch noch wahrgenommen. Leider. Na, ich sehe gerade, wie er dich da schön an den Haken. Okay, nichts machen. Beim ersten Mal hängen. Nichts machen. Ah, jetzt aber. Jetzt kommen die scheiß Krallen. Ah, da nähert sich eine Person. Ah, sie kommt aber zu dir. Immerhin. Na, komm. Vielen Dank. Ich werde dich auch heiraten. Es ist sie aber tot. Angerissen. Warum? Ja.
Na, weil Freddy hinter dir steht. Ah, oh, fuck, jetzt hat... Ah, oh, dieser Freddy, das ist doch unfassbar. Helf mir, helf mir! Oh, ist das nett. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm! Nein, Mama! Alter Finne! Ah, blödes, man hinterlässt ja scheiß Blutspuren. Scheiße. Scheiße, ey, die Armen. Oh, die tun mir so leid. Ja, 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 ja. I love you, I love you, I love you. Aufstehen, aufstehen. Oder auch nicht. Scheiße. Oh Mann. Oh fuck, ey. Scheiße, ich helf dir mal. Kann ich dir helfen? Ich weiß es ja nicht. Warte mal. Wir alle sind am Boden, kann das sein? Ja, alle am Boden. Ah nein. Ist er jetzt schon wieder. Ach Mann, warum findet er mich denn? Ich bin doch extra weit weggekrochen. Ich versuch der mal hier gerade zu helfen. Kann ich dir helfen? Ich weiß es ja nicht. Warte mal. Alter, hör doch mal auf zu kriechen, Mann. Ich will dir doch helfen. Das sind alles Arschkriecher. Nein. Inselgamer hängt am Haken. Oh, das war's. Nein, sie ist tot, oder was? Das war nicht so gut, Rodi. Naja, das mit der Karte habe ich irgendwie noch nicht ganz raus. So, gucken wir mal. Wie? Hä? Ich hänge in der Luft? Hä? Ich sehe den Typen nicht mal. Ist das ein Bug? Hey, stimmt. Ich schwebe. Alter. Ja. Und kannst du dich wehren noch? Jetzt wäre nicht. Nein, ich versuch's. Na komm, na komm, na komm, na komm. Oh, aber sie ist auch am Kriechen einer. Ah ne, es ist schwierig, dass da Alter. Jemand hier zur Hilfe kommt. Das sind alle selber in Nöten gerade. Die arme Tastatur. Na komm. Na komm, na komm, na komm! Es kann bis jetzt nur eine Person nicht helfen, aber die ist am Kriechen. Die andere hängt. Komm! Scheiße, ey! Alter, die arme Tastatur! Alter, wie lange soll ich denn hier tippen? Scheiße! Mach ja keinen Tippfehler. Du bist tot, wa? Ja, ich beobachte dich. Euch alle. Scheiße! Ah, bist jetzt tot, ne? Na, noch hänge ich hier. Achso. Halt durch. Ich drück die ganze Zeit das Space hier, die ganze Zeit. Scheiße, ich bin tot. Fuck. Hat zu lange gedauert. Ah, kacke, ey. Das ist doof. Ja, wir könnten ja jetzt mal als nächstes mal ausprobieren mit Töte deine Freunde. Die Lobby. Können wir machen, ja. Ich würde sagen, wir beenden dann jetzt erstmal die Aufnahme. Und sehen uns gleich wieder. Ciao. Ciao. Bis bald. Herzlich willkommen zurück. Und ich bin jetzt der Mörder und muss jetzt Pyjax töten. Na, tolle Nummer. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich habe noch keine Ahnung wirklich, wie man... wirklich. Aber zwei Generatoren sind es nur, immerhin. Immerhin nur zwei Generatoren. Aha. Ah, zwei, das ist ja doof. Du musst mich ja sputen. Wo bist du? Tja. Ich finde dich. Zeig dich. Es macht sowieso keinen Sinn. Kann ich auch schon kaputt machen? Na komm. Achso, dann kann ich mich wieder sichtbar machen. Ha. Ah. Aha. Scheiße.
Wo bist du denn? Wo bist du denn? Böser, böser Junge. Wo bist du nur? Bist du etwa hier? Nein. Oh, oh. Scheiße. Wir sind jetzt, wie gesagt, nur zu zweit, ja? Also, muss man jetzt dazu sagen. Mann, wo bist du? Wo bist du denn? Sag doch mal. Kannst du dich nicht ewig verstecken. Nee, das stimmt, ewig nicht. Also ich sehe die Generatoren, die werden immer bei mir angezeigt, ne? Dass ich... Gibt's doch nicht. Aber ich sehe mehrere als... Also man muss zwei... Nee, warte mal, ist... Oder? Es sind schon mehrere Generatoren, aber es reichen wohl zwei von denen zum Laufen zu bringen. Hast du mich irgendwie schon mal wahrgenommen jetzt oder so? Ja. Oh, fuck. Ah. Scheiße, ey. Warte. Warte, war ich ja... Da. Man hört jetzt auch nur dieses schöne Geräusch vom Wind. Ist das herrlich, ey. Vom Wind? Ja. Der ist es. Mann, wo ist der denn? Ja. Ist er vielleicht hier? Hey, so kann wow, ich. Wo ist er? So, auch interessant. Also wenn ich Geist bin, kann ich keine Spinde aufmachen, ne? Ach Mann. Herrlich, ey. Mann, wo bist du? Wo bist du denn? Oh. Alter Finne, ey. Das ist herrlich, ey. Ich hab dich noch kein Mal gesehen. Ich weiß, ich glaube schon, dass ich mal in deiner Nähe irgendwie war, aber... Also, woher denn? Kann ich das lieber kaputt machen? Ah. Scheiße, scheiße. Und du kannst ein Geist sein, ja? Ja. Oh Mann. Ich höre ja auch immer so ein komisches Geräusch, als ob da gerade irgendwie ein Geist überhaupt in der Nähe ist. Ich muss so lachen, ey. Das ist das herrlich. Ach, schön. Mann. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin schon bestimmt schon tausendmal an dir vorbeigelaufen. Ach, nö. Ah, ist das schön. Das ist das herrlich, ey. Mann, ich drücke immer zu oft, glaube ich. Was machst du zu oft? Als.
So. Lalalala. Wo ist der nur? Oh oh. Lauf, Forrest, lauf. Scheiße, ey. Scheiße, ich hab fast einen Generator angekriegt. Komm. Sag, hast du dich eben versteckt, also so unsichtbar gemacht? Ja. Ja, du Arsch. Du wirst ja ein richtiger Arsch, ey. Oh, Entschuldigung. Oh, Scheiße, voll ins Gesicht, ey. Na, musst du kriechen? Ich heb dich mal auf. Damit du nicht so auf dem Boden liegen musst, nehme ich dich mal lieber auf meine Schulter. Ey, bist du... Ey, wirklich. Krönung, wirklich. Da, komm. So. Guck mir mal ein schönes Plätzchen für dich, wo du ein bisschen so entspannen kannst. Ja. Ah, gibt's doch nicht. Ja, das gibt es. Nein, nein. Hallo. Na, wolltest du hier gerade heimlich rauchen gehen? Heimlich rauchen, ja. Alter, Scheiße! Da haben wir doch was Schönes für dich gefunden. Nein, 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 da willst du mir nicht anhängen. Nein, 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 nein. Da, guck mal. Ist so, mit sowas spiele ich, ja? Das ist echt, Scheiße, 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 Scheiße! Oh! Fucking! Ah, bist schon tot? Och, Mann. Schon ist gut, ey, bis du mich gefunden hast. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe fast einen Generator zum Laufen gebracht, ey. Ja, ich wusste, irgendwie warst du immer an einem Generator. Da bin ich immer hingelaufen und der sah für mich eigentlich schon so aus, aber funktioniert. Deswegen dachte ich, du bist schon irgendwo woanders, weil der lief ja schon. Ja, aber normalerweise müsste da irgendwie Licht leuchten oder so. Ja, genau, lief, das ist ja auch so gewesen. Und dann bin ich hingerannt, dann habe ich gesehen, ah, der läuft. Da habe ich gedacht, okay, dann bist du wahrscheinlich schon weiter. Hast du ihn wahrscheinlich schon angekriegt. Aber es geht, das geht. Willst du auch mal Monster hier Mörder sein? Ja, können wir mal versuchen, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal gleich weiter. Und sehen dann uns auch gleich wieder, wa? Und du kannst auch direkt hier. Bist du jetzt denn auch in diesem Menü hier noch? Ja, geht es? Geht das hier? Ja, ich kann hier direkt auch als Überleben zum Überlebenden wechseln und du müsstest jetzt zum Mörder wechseln können, oder? Ah, zum Killer wechseln, stimmt, ja. Cool. Aber werde ich jetzt da angezeigt bei dir überhaupt? Nee, sind wir jetzt wieder separat. Das Blöde ist, dass man immer getrennt wird anscheinend, oder? Ah, warte mal. So, ich habe jetzt erstmal einen Killer gefunden. Also ich wäre bereit. Nee, wir sind in zwei verschiedenen wieder rausgespült worden. Ja, warum kommt man immer in zwei verschiedene, wenn man in einer gestartet ist, weißt du? Das ist auch noch nicht ganz schlüssig, warum das so gemacht wurde. Nee, dann hab keine Ahnung. Na gut, dann müssen wir einmal kurz hier wieder die Aufnahme beenden und vielleicht... Oder wollen wir denn noch eine Runde machen denn, oder? Weil wie, was für eine Runde meinst du? Dass du jetzt noch einmal der Killer bist, oder? Ja, ja, können wir machen. Okay. Ein Ründchen noch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Gleich. Und damit nochmal recht herzlich willkommen zurück. Dieses Mal bin ich der Killer. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Wer bin ich überhaupt? Der Tintenkiller. Naja, auf jeden Fall bist du jetzt mal dran, würde ich mal sagen. Ha, mal sehen, wie weit ich komme. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh. Oh, Schutzwald. Schön, mit Kettensäge in der Hand. Na, das passt doch zu Inselgamer. Ah. Du bist also der Kettensägenmann. Oh, Zeit. Ah, und man hat eine, okay, Ego-Perspektive. Okay. Wenigstens ist das so ein bisschen dunkel alles gehalten. Das ist schon ganz nett für mich.
dann dürfte er mich hoffentlich nicht gleich sehen. Oder nicht so schnell. Ich versuche mal, mich mehr in der Mitte auf der, in der Karte aufzuhalten. Ja, sag's mir noch am besten. Hallo! Mist. Läuft er da entspannt erstmal rum, ey. Oh. Ach, Mann. Alter, dass der sich hier erstmal so und so lange regenerieren, ey. Lass mich doch in Ruhe, ich hab dir nichts getan, ja? Wir können doch drüber reden. Wir können drüber reden, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Um was geht's denn so? Sprech das mal mit meinem Berater ab. Wann hast du denn deinen nächsten therapeutischen Termin? Therapeutischen? Und das ist immer noch hinter mir, ey. Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Schnuckelchen, du. Alter! Voll ins Gesicht, Mann! Alter. Alter, glaubst du nicht, da habe ich den jetzt echt verloren, oder was? Und da jammert jemand. Scheiße! Ah, fuck it. Oh. Heul, Suse, du. Na, komm schon hier. Ja, na? Lass mich in Ruhe. Nein. Ich mag dich. Ach, komm. Jemand, der dich mag, kannst du nicht töten. Halt die Backen. So, wo gehen wir denn am besten mit dir hin? Jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, um dich mal irgendwie von meinen Klauen wegzureißen. Können wir zu McDonald's gehen? Zu McDonald's? Zu McDonald's, Villa. Ach, nee, guck mal, da haben wir noch ein paar Haken hinten. Ah, da hinten habe ich was gesehen. Lass da mal hinten links langlaufen. Da war was Schönes. Da war was Schönes? Ja, dreh dich mal um. Ich habe ein bisschen Schönes für dich. Na, wo ist er denn? Er zeigt die kleine Sau verloren. Ah, nee. Na, komm schon. Happy Halloween! Geh kacken. Ja, ich geh sowas von kacken. Da kannst du aber richtig abkacken, ey. Pass auf. Ich zeig dir mal, wie kacke. Dum, 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 dum. Ey, komm mir vor wie der weiße Hai so ein bisschen. Scheiße. Lauf, Forrest, lauf! Ah, Mann. So. Ach, guck mal, passt doch. Oh, jetzt schwebe ich. Ah, ich dachte schon. Oh ja, jetzt schwebst du, ja, aber wie? Ah, Mann. Und tschüss. Oh. So, hier sehen wir einen Kannibalen, der gerade aufgefressen wird. Ah, leider nicht geschafft. Oh, ich bin so fies, ey. Sehr schön. Ja, da hast du mich eindeutig schneller bekommen. Da ist aber, jetzt ist auf jeden Fall die Welt rein, aber. Naja, ich weiß nicht. So, sehr schön auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja. Naja. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Ah, ist das herrlich, ey. Ah, na ich gut. Hab dich schon zweimal abgehangen und da dachte ich, ah, oh, jetzt könnte ich vielleicht. Aber ja, alleine, tatsächlich. Aber alleine ist das schon blöd, wenn man alleine ist. Man bräuchte schon noch wenigstens ein, zwei andere. Nee, ich finde das schon ganz gut so. Das ist witzig gewesen, fand ich. Ja, das ist auf alle Fälle. Nur, man kommt halt nicht großartig voran, ne? Ja, na, wie gesagt, das Problem hatte ich halt mit meinem Ding. Aber du hast dich unsichtbar machen können. War vielleicht ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal. Ja, das war erstmal das Halloween-Special. Wir haben jetzt ungefähr genau eine Stunde dafür aufgenommen. Aber wir werden noch, ne, jetzt im November noch ein paar Sachen, Folgen raushauen, oder? Ich glaube, es war eine Stunde. Auf jeden Fall werden wir nochmal im November mal spielen. Machen wir auf jeden Fall. Und dann ist auch mal wieder gut, wa?
Wir wollen ja auch noch nachts schlafen können, Mann. Ansonsten kommt der Freddy Krüger. Ja, und dann weißt du Bescheid, ne? Dann weißt du ja, wo der Hase langläuft denn und so, ne? Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einer neuen Aufnahme von Dead by Daylight oder irgendeiner anderen, man weiß es nicht. Genau, also, bis dann. Ciao. Ciao.